So, 40 und 40 sind 80. Also brauche ich ja schon MK2, weil es höher als 60 ist. So. Dann brauche ich aber wenigstens nur einen. Awesome Sink. So, und wo ist da jetzt der Stromanschluss? Da an der Seite. Das ist furchtbar praktisch. Weil ich dann... Was ist? Oh. Ich merke. Sagt kein Strom. Ach so, ja. Ich muss ja logischerweise das auch verbinden. Und dann das. So, jetzt hat er in der Hub schon zwei produziert. Das kann ich ja sehen, weil ich kann hier alle Ergebnisse von überall sehen. Gut. Jetzt gucken wir mal kurz nach den Kraftwerken da hinten. Ob die schon alle schön Strom produzieren. Naja, mehr schlecht als recht. Ich denke mal, wenn der 200 hat, dann geht es mit den anderen weiter. Ich produziere mehr Strom, als ich brauche gerade, von daher habe ich die Zeit. So, jetzt wollte ich mich um ein Jetpack kümmern. Damit das aber am Ende funktioniert, brauche ich Treibstoff. So, ist hier jetzt Ruhe. Sieht so aus. Falsch. Falsch.
Das möchte ich erstmal rausfinden. Okay, noch weiter muss ich es nicht rausfinden. Ich sehe, dass es passt. Okay. Pisse! Na klar. Na klar. So, also. Hier kommt jetzt noch mal eine Ölpumpe hin. Vorausgesetzt, ich kann mir eine leisten. Sieht so aus. So, die macht mir jetzt hier, fördert die Öl. 240, wieso das? Ist das hier eine reine? Ah, okay. Die ist rein. Hm. Egal, ich benutze das jetzt trotzdem kurz. Also was heißt kurz? Für eine Weile. So, okay. Also ich brauche eine Raffinerie. Dafür fehlen mir Stahlrohre. Na klar. Natürlich. Sicher. Na gut. Dann hole ich die. Dann hole ich die. Dann hole ich die. Irgendwas ist ja immer. Ich will doch bloß Kraftstoff producen. Mir, das kann jetzt weg. Nobody needs a. Gut, also, ich baue jetzt eine Raffinerie. Ah, eine Umfüllanlage brauche ich auch noch. Aber das geht noch nicht, weil dafür brauche ich erst den Flüssigkeitstransport. Also muss ich meinen Meilenstein abändern.